Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wenn Sie jetzt alle hier die Überlegung einer Sondersitzung in der kommenden Woche, also eine Woche vor der MPK, so gut finden und hier teilen, dann sollten wir vielleicht noch mal gemeinsam darüber nachdenken und tatsächlich uns nächste Woche noch mal hier treffen und die Überlegungen und die Linie der NRW-Regierung hören vor der MPK. Das wäre doch ein guter Vorschlag. Ich würde mich freuen, Sie nächste Woche hier noch mal zu sehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Bewältigung der Corona-Krise ist die Kommunikation mindestens genauso wichtig wie die Maßnahmen selbst. Und Herr Löttgen, ich habe in den letzten Tagen ziemlich viele Widersprüche dieser Landesregierung gehört. Und dafür muss ich auch nicht zurück in den August letzten Jahres gehen und irgendwelche Widersprüche konstruieren. Die ganze letzte Woche, die letzten 7 Tage, waren aus meiner Sicht ein einziges Kommunikationschaos. Und diese Landesregierung verspielt damit Vertrauen und Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das ist wirklich fatal für die Maßnahmen, die wir ja auch tatsächlich brauchen. Und die Krönung ist die Einführung des Bewegungsradius über Nacht, den Menschen in Höxter, in Minden-Lübeck, im Oberbergischen Kreis, im Kreis Recklinghausen am Montagabend, ja, die Mail ist um 22.18 Uhr rausgegangen, am Montagabend eine Landesverordnung vor die Füße zu kippen, die ihnen 2 Stunden später die Bewegungsfreiheit massiv einschränkt. Ich finde, das ist wirklich unfassbar. Und sie nehmen damit billigend in Kauf, dass Vertrauen in die Verlässlichkeit von staatlichem Handeln massiv untergraben wird. Und was heißt das denn jetzt für die Kommunen, die nahe an der Grenze einer 200er-Inzidenz sind? Und ich kann mir vorstellen, wir haben momentan ja noch nicht die aktuellen Zahlen. Der RKI-Chef sagt, dass wir um den 17. rum ein genaueres Bild darüber haben werden, wie die Lage tatsächlich ist. Ich kann mir vorstellen, wir wissen es noch nicht und ich will natürlich anderes hoffen, aber es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Kommunen an die 200er-Grenze kommen. Und dann frage ich mich, was ist denn mit denen? Dürfen die sich auch auf eine Landesverordnung über Nacht einstellen? Also arbeiten sie endlich mit den Kommunen und nicht gegen sie. Und vielleicht sollten Sie auch erst einmal koalitionsintern Ihre Position klären. Armin Laschet hatte ja noch bei seiner Pressekonferenz am 5. Januar, also letzte Woche nach der MPK, uns ja noch erklären wollen, dass man diese Maßnahme der Bewegungseinschränkung bräuchte, um die Ausflüge in den Schnee nach Winterberg zu unterbinden. Übrigens, letzte Woche gab es genau eine Stadt, und das war Herne, die bei einer Inzidenz von 200 lag. Also die Hernerinnen und Herner sollten jetzt dafür sorgen, dass der Skitourismus in Winterberg unterbunden wird. Also wie absurd ist das denn? Das war die Position in der letzten Woche. Dann Herr Stamp am Sonntag bei Westpol. Herr Stamp, Sie haben die Wirksamkeit der Maßnahme infrage gestellt, Sie haben die Verhältnismäßigkeit infrage gestellt, Sie haben sich gefragt, ob diese Maßnahme vor Gericht standhalten würde. Und ich bin da inhaltlich, um das klar zu sagen, ich bin inhaltlich klar auf Ihrer Linie, ich bin persönlich absolut Ihrer Meinung. Nur frage ich mich, also eigentlich frage ich Sie, warum Sie diese Verordnung denn dann nicht verhindert haben. Sie kommentieren das Ganze ja nicht vom Spielfeldrand. Sie sind der stellvertretende Ministerpräsident und dann erwarte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr. Und das Kommunikationschaos betrifft in der Tat auch die Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen. Sie haben hier gerade in der Debatte wieder mit Mixed Messages gearbeitet. Wir Grüne wollen auch nicht, dass Polizei oder dass Ordnungskräfte zu Hause an der Klingel schellen und die Teilnehmer von Kaffeekränzchen überprüfen. Aber was wir erwarten, und das erwarten auch die Menschen in diesem Land, wir erwarten eine klare Kommunikation. In Nordrhein-Westfalen gibt es zu Recht Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum. Die sind in der Corona-Schutzverordnung geregelt. Im privaten Bereich ist es eine wichtige, eine dringende Empfehlung, sich daran zu halten. Und ich finde, genau so muss man das dann aber auch kommunizieren. Nein, das haben Sie nicht und das haben Sie eben gerade schon wieder nicht getan. Sie haben gesagt, das würde so stimmen, es gäbe diese Kontaktbeschränkung. Nein, es steht für den öffentlichen Raum, steht es in der Verordnung, für den privaten Raum nicht. Aber es ist die dringende Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger, auch für den privaten Raum, diese Kontaktbeschränkung sich daran zu halten. Und ich finde,
Diese Kommunikation, die stiftet Verwirrung bei den Menschen, und das ist fatal, und damit verspielen sie auch die Solidarität der Menschen untereinander. Dass sich die MPK auf weitere Maßnahmen verständigt hat letzte Woche, ist angesichts der hohen Anzahl von Sterbefällen und auch von Intensivpatienten richtig. Doch während die MPK das öffentliche Leben quasi stilllegt, hat sie einen Bereich wiederholt nicht angetastet. Und das ist der Bereich des Arbeitslebens und der Arbeitswege. Und Herr Löttgen, Sie haben uns ja hier gerade noch mal erklärt, vielen Dank dafür, Sie haben uns ja hier gerade noch mal sehr anschaulich erklärt, warum die Reduktion von Kontakten so wichtig ist. Und es ist doch absurd, wenn Kinder sich nur noch mit einem Freund auf dem Spielplatz treffen dürfen und gleichzeitig ihre Eltern auf dem Weg zur Arbeit im vollen Regionalexpress quer durch Nordrhein-Westfalen fahren. Aus meiner Sicht bestehen viele Arbeitgeber nach wie vor völlig ohne Not weiterhin auf einer Präsenzpflicht. Und ich finde, dass uns auch die Zahlen hier nochmal zu denken geben sollten. Während nach Beginn der Corona-Krise rund 27% der Menschen von zu Hause aus gearbeitet haben, waren es im November nur noch 14%. Und das, obwohl das Infektionsrisiko ja in der Zwischenzeit deutlich zugenommen hat. Und deshalb, Herr Laschet, erwarten wir hier als Grüne auch eine Klarstellung von der nächsten MPK. Immer, wo es geht, und ich weiß, es geht nicht überall, aber es geht in vielen Berufen, immer, wo es geht, sollten Menschen im Homeoffice arbeiten. Das darf nicht die Ausnahme sein, es muss die Regel sein in der Pandemie. Und es ist auch eine Frage von Fürsorgepflicht und von Arbeitsschutz von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Herr Laschet, diese Landesregierung könnte ja als gutes Beispiel vorangehen. Da, wo es geht, müssen die Beschäftigten in Ministerien, in Behörden, in Universitäten ebenfalls von zu Hause aus arbeiten. Bislang besteht ja offenbar ein völliger Flickenteppich in den Landesbehörden. Es ist in den einzelnen Ministerien geregelt, wie die Homeoffice-Regelungen sind. Es gibt keine einheitliche Regelung. Ja klar, im 11. Monat nach Beginn der Pandemie ist Ihnen das klar. Ich finde das völlig unverständlich, dass die Landesregierung nicht hingeht und sagt, da, wo die Menschen zu Hause aus arbeiten können, sollen sie das tun. Denn die Aufforderung Stay at Home gilt nicht nur für den privaten Bereich, sie muss auch für die Arbeitswelt gelten. Und klar ist auch, und das finde ich wirklich wichtig, auch noch mal zu betonen, weil ich oft das Gefühl habe, dass das in den Debatten untergeht. Mobiles Arbeiten, Homeoffice, ist keine Form der Kinderbetreuung. Ja, also an Kinder in Videokonferenzen, Kinder, die bei Videokonferenzen im Hintergrund irgendwie rumlaufen, haben sich inzwischen alle gewöhnt. Und das ist eigentlich auch für alle total nett, mal den Nachwuchs der Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Es ist für alle sehr nett, außer für die Eltern, die Kinderbetreuung und Arbeiten gleichzeitig in Einklang bringen müssen. Das ist purer Stress und ich weiß, wovon ich da spreche. Und seit gestern müssen die Eltern von Schulkindern wieder im Nebenjob als Lehrkraft agieren. Und auch für Kinder und Jugendliche, und auch das ist noch mal wichtig klarzustellen, auch für Kinder und Jugendliche ist das gerade eine wirklich enorme Belastung. Und deshalb ist die Politik aufgefordert, Familien hier zu entlasten. Und dazu gehört auch das Thema Kinderkrankentage. Wenn die Kinderkrankentage hier in Nordrhein-Westfalen nicht genommen werden können, weil die Kitas offiziell geöffnet sind, dann bedarf es einer Klarstellung. Es muss klar sein, dass sie auch für Nordrhein-Westfalen gelten, auch für Eltern, die hier Kita-Kinder haben, wenn sie diese nicht in die Kita bringen. Und ja, es ist eine große Belastung für die Familien. Und trotzdem ist es der einzig vernünftige Weg, die Schulen in dieser Situation nicht zu öffnen. Aber jetzt rächt sich wieder einmal, dass das Schulministerium die Osterferien, die Sommerferien, die Herbstferien nicht genutzt hat. Und jetzt reihen sich auch noch die Weihnachtsferien ein in die Ferien der verpassten Chancen. Bei Ihnen, Frau Gebauer, reagiert das Prinzip Hoffnung. Vorausschauende Politik scheint ein Fremdwort zu sein. Und dass Sie letzte Woche ernsthaft den Präsenzunterricht ab Februar angekündigt haben, das hat nicht nur uns, ich glaube, das hat so ziemlich jeden in diesem Land irritiert. Und Sie mussten inzwischen ja auch schon zurückrudern.
Und ich glaube, am besten wäre es, Sie würden jetzt auch noch Ihren völlig unzureichenden Stufenplan überarbeiten. Denn Schulträger und auch die Schulen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen. Sie brauchen Freiheit zur Umsetzung. Und wir haben zahlreiche Rückmeldungen aus Kommunen bekommen, dass Sie mit diesen Vorgaben, Stichwort schulscharfe Entscheidungen in den 200er, also in den Kommunen mit 200er Inzidenz, dass Sie damit nicht arbeiten können. Und die nächste schulpolitische Baustelle ist ja auch bereits absehbar. Es braucht aus unserer Sicht sehr bald ein Konzept, wie Prüfungen in diesem Jahr abgelegt werden sollen. Faktisch sind wir schon in einem Kurzschuljahr und die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrkräfte, die erwarten eine verlässliche Aussage seitens der Schulministerin. Sorgen Sie wenigstens hier für Klarheit und für Verlässlichkeit. Und ja, die Impfungen sind ein Lichtblick, ein wichtiger Lichtblick. Neben der Akzeptanz der einzelnen Schutzmaßnahmen brauchen wir auch Vertrauen in den Impfstoff. Wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Informationen. Und deshalb kann ich nicht so richtig nachvollziehen, warum die Landesregierung bislang keine breit angelegte Impfkampagne gemacht hat. Eigentlich sollte doch an jeder Litfaßsäule, an jeder Bushaltestelle in diesem Land ein Plakat mit Werbung fürs Impfen hängen. Und das sollte man doch eigentlich erwarten. Und dass Sie jetzt auch noch den Cheflobbyisten von Sanofi in der Staatskanzlei eingestellt haben, das stärkt aus meiner Sicht nicht gerade das Vertrauen der Menschen in den Impfstoff. Ja, ich sehe das tatsächlich so. Ich sehe das tatsächlich so, als ich das gestern Abend gelesen habe. Also ich bin Abonnentin der WAZ und habe das in dem E-Paper gestern Abend gelesen. Da war mein erster Gedanke, dass Sie damit wirklich vollkommen ohne Not Verschwörungsmythen Vorschub leisten. Und das finde ich total gefährlich. Wie man auf diese Idee kommen kann, ist mir wirklich unbegreiflich. Und wenn sich die Berichterstattung bewahrheitet, dann müssen Sie aus meiner Sicht diese Einstellung auch rückgängig machen, Herr Laschet. Und Herr Laschet, ich würde Sie gerne auch noch in einer anderen Sache ansprechen. Und zwar habe ich mir letzten Samstag den Neujahrsempfang der CDU angeguckt, natürlich. Ich fand ihn ehrlich gesagt relativ, okay, ich enthalte mich jeder Bewertung, können wir vielleicht nochmal bilateral klären, das ist jetzt für die Debatte auch nicht so wichtig. Aber an einem Punkt habe ich mich wirklich total geärgert, weil Sie haben der Opposition vorgeworfen, wir würden uns der Verantwortung verweigern und Woche für Woche nur das Negative suchen. Und ich finde, dass dieser Vorwurf, und Herr Hovenjürgen hat es im Übrigen auch schon mal gesagt, ich bekomme dieses Mitgliederblättchen der CDU, ich weiß nicht, wie ich auf den Verteiler gekommen bin, aber ich bekomme dieses Mitgliederblättchen der CDU. Und Herr Hovenjürgen hat es im Dezember auch schon reingeschrieben, also Sie scheinen auch dieselben Redenschreiber zu haben, aber Schwamm drüber. Dieser Vorwurf ist dreist, er ist populistisch und im Gegenteil ist es doch so, dass wenn wir Forderungen machen, wenn wir Vorschläge haben, und das ist im Übrigen unsere Aufgabe in einer Demokratie, dass wir als Opposition Vorschläge machen, dass wir Kritik üben, das ist in einer parlamentarischen Demokratie ist das unsere Aufgabe. Und immer wenn wir das tun, Herr Löttgen, dann wird es direkt als Majestätsbeleidigung hier abgekanzelt. Das geht so nicht. Und Herr Laschet, wenn Sie jetzt hier sagen, ne, also hatten Sie vorhin gesagt, wenn Sie sagen, es wäre doch eigentlich gut, die Debatte zu führen vor der nächsten MPK, dann erwarte ich ehrlich gesagt aber auch, dass Sie uns tatsächlich in der nächsten Woche vor der nächsten MPK informieren, dass Sie unsere Vorschläge, unsere Forderungen dann auch überdenken und dass Sie sie auch mitnehmen. Ich kann Ihnen für uns als Grüne versprechen, wir werden unserer Linie treu bleiben. Wir werden auch weiterhin kritisch als Opposition hier Politik machen, aber wir werden auch konstruktiv in der Sache unsere Arbeit hier machen, denn unser gemeinsames Ziel ist das der Pandemiebekämpfung und daran werden wir hier weiterhin arbeiten. Vielen Dank.